Backstein und Spickaal. Wismarer Geschichten. Wird Ihnen präsentiert von HW Leasing, Ihr Finanzdienstleister für alle mobilen Investitionsgüter. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Backstein und Spickerl. Sie können sich an unsere wunderbare Sendung erinnern, wo es um Postkarten geht. Und an dieser Stelle natürlich ein herzlicher Dank, denn Herr Jörn hat Post bekommen. Herr Jörn, Sie haben Postkarten bekommen von unseren Zuschauern. Ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut und muss mal ganz herzlich Danke sagen. Wir haben also ungefähr 30 alte Postkarten gekriegt. Über neue freue ich mich auch immer, wenn sie ordentlich geschrieben sind, aber alte noch schöner. Und ich habe hier mal 5 Stück mitgebracht, die also wirklich klasse sind und die unsere Sammlung jetzt ergänzen und verstärken. Ganz, ganz große Klasse. Ganz herzlichen Dank. Wir haben bei der ganzen Geschichte bloß ein Problem. Die wenigsten haben sich getraut, hier ins Stadtarchiv zu kommen und Blickkontakt aufzunehmen, sondern haben das einfach im Briefkasten geschmissen. Das kann man auch machen, aber wenn Sie herkommen, kann ich mich ordentlich bedanken. Und dann kriegen Sie vielleicht auch was Kleines oder was Nettes oder weiß ich was. Jedenfalls hätte ich es immer gerne, wenn man eine Person dazu hätte und könnte sagen, Mensch, Dankeschön, wird hier ordentlich im Archiv aufgehoben und weiß ich was. Ganz spannend, liebe Zuschauer, jetzt müsste ich noch nachfragen, was ist denn dieses kleine Nette, was Sie so versprechen, Herr Jörn? Das werden wir dann nach Person und mit im Gespräch festlegen, wie klein und wie nett das ist. Also da, es gibt ja hier genügend, was wir haben. Keine alten Akten, keine Siegel oder sowas, sondern eins der Bücher, die wir im Archivverein rausgehauen haben. Also wenn jemand mit 10 Karten kommt, dann kriegt er auch was dafür. Das ist versprochen. Wunderbare Lektüre und das, was man hier dann bekommt, das bildet dann auch noch, was Geschichte von Wismar anbelangt. Jetzt haben wir noch mal einen kleinen Aufruf, Herr Jörn. Wir hatten hier sozusagen, Sie haben hier eine besondere Postkarte. Genau, das ist hier also eine Postkarte, wo man in Wendorf steht und auf die Stadt guckt. Und das ist momentan so ein bisschen unser Problem. Wenn Sie auf unsere Homepage gehen, zeitreise-wismar.de, werden Sie sehen, dass es da ganz viele Ansichten auf die Stadt gibt, also vom Galgenberg bzw. vom Friedhof runter oder von Kritzow oder von, wie jetzt hier von Wendorf oder weiß ich was, Redenthin oder so. Wenn Sie ein neues, schönes Foto haben, was Sie loswerden wollen, was Sie geschossen haben und wo man sehr schön die Silhouette der Stadt sehen kann, dann wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns das überlassen würden. Sie können das natürlich wieder haben, wir würden das digital übernehmen und würden das mit auf unsere Homepage stellen. Denn wenn Sie sich das angucken, dann ist die Kategorie nach 2000 da sehr schmal bestückt. Und wenn wir das auf die Art und Weise ergänzen könnten, wäre das toll. Wunderbare Idee, das ist nämlich dieses Vorher-Nachher, genau. Beziehungsweise richtig. Oder Vorher und Heute, richtig. Wie es aussieht richtig. Und so weiter. Wenn man das gegenüberstellt, liebe Zuschauer, dann können wir natürlich daraus eine ganz neue Sendung kreieren, natürlich mit Herrn Jörn wiederum im Mittelpunkt, wo uns dieses Vorher und Nachher erklären könnte. Das ist das eine, was Sie bekommen haben. Aber wir wollen ja immer sozusagen aus der alltäglichen Arbeit des Stadtarchivs berichten. Und das war nicht das Einzige, was Sie sozusagen in den letzten Wochen bekommen haben, sondern auch andere Zeugnisse, die sich mit der Theatergeschichte Wismars beschäftigen. Ja, also ein ganzes Album. Ein ganzes Album. Wir arbeiten ja sehr eng mit dem Museum zusammen und überlegen immer, wie wir am besten kooperieren können. Das heißt, Flachware landet üblicherweise bei uns, also was aus Papier ist, was Alben sind, Akten sind und sowas. Und das Museum nimmt gerne alles, was mit 3D zusammenhängt. Also wenn da irgendwas kommt, dann gerne an die. Und wenn bei uns was abgegeben wird, geben wir das dort gerne ab und umgekehrt eben auch. Und das Museum hatte einen schönen Briefkastenfund. Da ist dieses tolle Album in den Postkasten des Museums gesteckt worden. Theater der Werftstadt Wismar. Ich bin ja ein großer Fan und war am letzten Wochenende gerade erst wieder da. Und da sehe ich also auf der ersten Bilderseite jemanden, den ich sehr verehrt habe und bei dem ich sehr gerne in den Vorstellungen in der Volksbühne gesessen habe, Edzard Hausmann, einen der großen Schauspieler aus DDR-Zeiten, der 2010 leider gestorben ist, aber einer der Granden der Volksbühne war, vorher 7 Jahre am Deutschen Theater. Und er hat seine Karriere hier in Wismar begonnen. Ob er sie hier begonnen hat, das weiß ich nicht. Er war 58 fertig mit der Schauspielschule Ernst Busch. Und ist dann auch unter anderem in Wittenberg gewesen und war auch in 2, 3 anderen Städten. Ab 1960 war er eigentlich schon am Deutschen Theater. Das heißt also, ob er nur für diese eine Rolle hierher gekommen ist, das wissen wir leider nicht. Das könnte man aber zum Beispiel nachforschen,
Denn wir haben vor einigen Jahren auch mal das hier bekommen. Die Theaterprogramme 1960-61 haben die ordentlich binden lassen. Und da ist also genau dieses Stück, Kabale und Liebe, wird hier auch aufgenommen. Da sieht man sehr schöne alte Theaterplakate. Sowas hat man ja heutzutage gar nicht mehr. Und mit einer Hand blättert es sich wirklich gut. Kabale und Liebe, da haben wir ihn hier auch mit drin. Edzard Hausmann, Günter Karstädt, Ulrich Wessel, Wenzel und. Ja? Ja, und so wird ein Stück Geschichte wieder greifbar. Richtig. Wir haben hier aber auch sozusagen, es handelt sich ja scheinbar um eine privates Album, ja, was sich wahrscheinlich einer sozusagen mit Theaterfotos sozusagen gefüllt hat. War das eine Art Album, die konnte man sich selbst gestalten? Naja, das ist also, ich denke, das wird einer von den Schauspielern gewesen sein. Also es fällt auf, dass alle Fotos, die Siegfried Hallmeier zeigen, dass die entfernt worden sind. Also gehe ich davon aus, dass das aus der Familie stammt. Möglicherweise ist da irgendwie ein Familienbesitz aufgelöst worden oder so und das eine Familienmitglied ist rausgelöst worden und zu den anderen hatte man halt keinen Kontakt und hat gesagt, komm, gib's dem Museum. Und jetzt ist es eben tatsächlich hier. Nochmal vielen Dank ans Museum dafür. Liebe Zuschauer, das können wir jetzt nicht evidenzbasiert nachweisen, was Herr Jörn hier behauptet. Irgendwie, das ist wirklich Spekulation, Herr Jörn. Ja, das ist Spekulation. Geht auch mal. Wenn man den ganzen Tag hier evidenzbasiert was nachweisen muss, dann muss man auch mal spekulieren. Und dann haben Sie mir im Vorgespräch davon berichtet, dass es hier auch einen ganz seltsamen Brief gab, der Sie erreicht hat, auch zu diesem Thema. Na, zu diesem Thema eigentlich nicht, aber zu dem, was hier neu reingekommen ist. Das haben wir heute Morgen gerade gehabt, aus Waldbronn, am 13.03. abgeschickt. Und da schickt uns jemand ein Büchlein, die Frau Ulrike Lenk, schickt uns ein Büchlein über die Tafeln der Sonnenhöhen für den 54. Grad der Polhöhe. Und da schreibt sie so verschmitzt als letzter Satz, und der 54. Breitengrad ist doch die Höhe von Wismar. Ich meine, das müsste doch für die Stadt interessant sein. Ich habe erst mal davor gesessen und wusste gar nicht, was die Frau mir damit sagen wollte. Das Ding ist von 1797. Ich weiß es bis heute noch nicht. Also da kann man gucken, wann die Sonne welche Gradzahl erreicht, welche Höhe erreicht. Da wird also sehr, sehr findig eingeleitet, wie man Sextanten benutzt und sowas alles. Das ist schon gut gemacht, aber ich habe leider wirklich so gar keine Ahnung davon. Spannend, Polhöhe, 54. Grad. Was machen Sie mit solchen Zusendungen? Na, das kommt bei uns in die Ratsbibliothek. Da haben wir viele Sachen aus der Zeit. Das nehmen wir damit auf, falls sich mal jemand dafür interessiert und kommt und sagt mal, ihr seid doch auf dem 54. Breitengrad, ihr müsstet doch ein Buch drüber haben, kann ich fröhlich lachen und sagen, jo, habe ich. Herr Jörn, nochmals vielen Dank für diese wunderbare Ausgabe unserer Sendung Backstein und Spickerl. Es hat wieder Spaß gemacht, war wieder informativ. Ich habe dazugelernt. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie auch. Und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Backstein und Spickerl. Backstein und Spickerl. Wismarer Geschichten. Wird Ihnen präsentiert von HW Leasing, Ihr Finanzdienstleister für alle mobilen Investitionsgüter.